Dann starte ich hier auch mal die Aufnahme. Ja. Ich lebe noch. Guten Tag. Ich war die Woche ziemlich down. Jeden Tag. Mit üblen Kopfschmerzen aufgewacht. Und das hat sich durch den ganzen Tag gezogen. Deswegen keine Arbeit, keine Streams. Und heute fühle ich mich halbwegs gut. Hab Bock, endlich wieder endlich wieder FF9 zu spielen. Und schauen wir mal rein. Wir mussten, glaube ich, mit diesem Zug fahren, oder was das ist? Um an einen anderen Ort zu gelangen. In der Stadt. Gucken wir mal. Theaterviertel, Industriegebiet, Schloss Lindblum. Ich glaube, gehen wir mal Theaterviertel. Mal hier die Getränke arrangieren, ne? So eine Lufttaxe ist schon was sehr Praktisches, aber ich würde mir wirklich ein stilvolleres Design wünschen. Endgültig, Teil 9. Der endgültige Teil 9. Hier in dieser Stadt wirkt alles so grob. Was wären das bloß für Architekten? Was waren das bloß für Architekten? Willkommen im Theaterviertel. Die Lufttaxe fliegt 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Bitte genießt euren Aufenthalt. Okay, mach ich. Null Problemo, Alter. Bin mal gespannt, was es im Theaterviertel... Active Time Event. Dampfantrieb. Ja? Ach, ich muss nochmal drücken, ey. Irgendwie habe ich ja wieder ins Schloss zurückfinden können. Aber wo war gleich nochmal das Gemach der Prinzessin? Diese Stadt und dieses Schloss sind einfach viel zu groß. Entschuldigt, aber könnt ihr mir bitte sagen, wo ich hier eigentlich bin? Willst du etwas sagen? Du hast dich verlaufen? Na, ist das nicht ein wenig peinlich für einen Soldaten? Aber was soll's, dann will ich mal nicht so sein. Wir befinden uns hier auf der Brücke, die das Schloss und die Luftschiff-Docks verbindet. Genau vor unseren Augen erstrecken sich die Docks. Ehrfurcht gebietend, nicht wahr? Und was ist das für ein gigantisches Luftschiff da? Schwer zu übersehen, was? Dieses majestätische rote Ungetüm, das ist die Hildegard II. Dank des neuen Dampfantriebs, den der Großherzog entworfen hat, kann die Hildegard II auch dorthin fliegen, wo kein Nebel ist. Dieses Schiff soll also wirklich ohne die Kraft des Nebels fliegen können? Was soll die dumme Frage? Schließlich gehört dem Dampf die Zukunft. Und im Gegensatz zu diesem Nebel besteht Dampf ja aus Wasser. Für den menschlichen Körper besteht also keinerlei Gefahr. Und wieder einmal ist Lindblum dem Rest der Welt voraus. Oh Gott. Was geht hier? Hier im Theaterviertel sind gerade alle nach dem Kartenspiel verrückt. Wenn du also auch ein Spieler bist, dann wirst du keine Probleme haben, hier einen Gegner zu finden. Ich will nicht. Achtung, Vogelcode. Scheiße. Ich komme oft hierher und füttere die Tauben. Er scheint eifersüchtig zu sein. Dabei weiß er doch, dass ich ihn liebe. Meine Frau schwärmt auch für diesen Raoul. Raoul! Weißt du, wie man sich da als Mann vorkommt? Mit so einem Idol kann man eben nicht mithalten. Tohohoho. Der arme, traurige Mann. Was geht hier? Ah, wunderschön. Wo sind wir hier? Oh, Kiste. Jadestein erhalten. Jade.
Das Jagdfestival ist ein Heidenspaß. Ich glaube, ich male als nächstes ein Bild, auf dem man die tapferen Jäger ihre Beute erlegen sieht. Stillleben in Rot. Oder so ähnlich. Stillleben in Rot. Oder. Ah, wunderschön. Gehen wir nach oben oder die Treppe runter? Ich glaube, wir gehen mal nach oben. Und hier geht nichts. Kann man nicht einmal was... Oh. Ich habe ganz vergessen, meine Liste aufzumachen. Für die Stellatia. Wo war der zweite? Hinter dem Itemshop in den Slums von Treno. Weiß nicht, ob das hier ist. Muss man noch rausfinden. Slums von Treno. Gucken wir mal. Boop. Ba, ba. Vereinsmitglied, heißt die so? Wo bleibt sie denn? Wo steckt diese Marisa nur bloß wieder? Ah, ich habe keine Lust mehr zu warten. Und tschüss. Gedenkbühne zu Ehren Penelope Fugaz. Nach 30 Metern. Oh, ist sie das? Ist das die Marisa? Bist du auch hier, um Raoul zu treffen? Nein. Ist doch besser so. Dein Besuch hätte ihn sicherlich nicht erfreut. Oh. Oh. Kiesstein. Sie sind also noch nicht zurück. Sie sind also immer noch nicht zurück. Ohne sie ist es hier so unheimlich still. Ist das unser Lager? Wie konnte ich nur alle zurücklassen? Es ist schon so spät. Was Lilly wohl jetzt macht? Die Glocke, Leute. Oh. Was kann ich tun? Der Klang dieser Glocke. Da ist wohl gerade eine Vorführung im Theaterviertel zu Ende gegangen. Kann ich irgendetwas für euch tun? Ich will mir ein bisschen die Beine verdrehen. Ich bin untröstlich, Prinzessin, aber seine Exzellenz, der Großherzog, gab eigens die Anweisung, euch dies nicht zu gestatten. Da in Kürze das alljährliche Jagdfestival abgehalten wird, haben sich Besucher aus allen Herrenländern in Lindblum eingefunden. Und sicherlich befinden sich unter diesen auch einige Halunken und Diebe, die im Schutz der Massen ihrem schmutzigen Handwerk nachgehen wollen. Außerdem weiß im Moment nur ein ausgewählter Personenkreis über eure Anwesenheit Bescheid, Prinzessin. Es dient nur zu eurer eigenen Sicherheit, Prinzessin. Also bitte verlasst für eine Weile das Schloss nicht. Ich verstehe. Was heißt müssen? Ich gehe morgen, ja. Nein, ich kann hier nicht einfach so herumsitzen. So erreiche ich gar nichts. Ich bin nicht nach Lindblum gekommen, um mich dann wie ein kleines Kind behüten zu lassen. Alles, was ich will, ist Mutter helfen. Da bist du ja. Hurra, er ist wieder da. Also, dann gib mal Bericht ab. Schließlich gehören wir auch zur Tantalus. Hä? Ja, Onkel Bark sagte nämlich. Klar, wenn ihr auch einen feinen Schatz findet, dann nehme ich euch in die Bande auf. Da, sieh mal her. Rakadusflügel? Das ist aber echt ein feiner Schatz. Alle Achtung. Jetzt gehören wir zur Bande. Juhu. Und, verlief der Einsatz nach Plan? Ja, mehr oder weniger. Prinzessin Garnet ist jedenfalls im Schloss. Tantalus versagt eben nie. Und? Schon was am Laufen mit der Prinzessin? Ja, genau. Hast du schon eine Verabredung mit ihr? Naja, irgendwie ist sie ziemlich beschäftigt und da hat sie keine Zeit für mich. Nein, sie fühlt sich sicher auch einsam ohne dich. Ja, bestimmt. Vielleicht gehst du sie mal besuchen. Ich drück dir beide die Daumen. Ich drück dir beide die Daumen. Ja, alles Gute. Der kleine Babsack. Die zwei Kleinen haben recht. Außerdem würde ich gern wissen, ob sie schon mit Sid gesprochen hat. Ja, schon wohl die Kiste aufmachen. 68 Gil. 282 Gil. 97 Gil. Da oben liegt eine Puppe, die kann ich noch 100 pro mitnehmen.
Mini Burmezia erhalten. Burmezia? Burmecia? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Theater Viertel. Active Time Event. Park und Co. Hotschi! Erstmal die Kameraden bestellen, ja. Ah, wieder zum Leben am Wochzifix. Aber Ulzi, der verwunschene Waldblitz, die versteinert hat, durch die das war's dann gewesen. Aber zum Glück haben wir mit dem Dampf... Warte mal. Aber zum Glück haben wir den Dampfplot gefunden, zu fix. Dank Blank, der auf diesen kleinen Quellfluss gestoßen ist, bevor er sie dann die Karten gebracht hat und so. Und was jetzt, Chef? Wir können Blank nicht einfach und so. Ich weiß schon. Erstmal sollen die anderen, die noch am Flussufer sind, von diesem Quellwasser trinken und wieder zu Kräften kommen. Sina, geh sie holen. Und was Blank betrifft, es ist wohl besser, wenn wir die Versteinerung des Waldes nicht aufheben. Ist das dein Ernst und so? Damit wir uns richtig verstehen. Wenn es um die Rettung eines Kameraden geht, ist es mir schnurzpiep egal, was mit mir oder weiß der Nebel wem passiert. Dann... Ich will nur sagen, dass Blank sich sicher keine Rettung wünscht, indem wir den ganzen verdammten Wald mit all seinen Drecksviechern wieder zum Leben erwecken. Auch wieder wahr und so. Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen einen Weg finden, einzig und allein Blanks Versteinerung aufzuheben. Noch ist es nicht zu spät. Auf jeden Fall sollten wir alles tun, was in unserer Macht steht. Verstanden und so. Sag mal, Sina, was machst du da eigentlich? Mit dem Quellwasser kann ich sicher guten Kaffee kochen. Ich suche nur noch gut mein Bonn zusammen. Du weißt, was mit denen passiert, die nicht unverzüglich den Befehl des Chefs ausführen. Na, alles nur das nicht. Ich hole auch gleich die anderen. Na sowas, ich bin mir sicher, dass wir uns hier treffen wollten. Weil die warten auf jemanden. Wap. 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 Oh, da geht was. Raoul Bridges in Renmogri Renn 2. Keine Tickets mehr. Ah. Ach, das war der Kartenverkauf. Ich nicht gecheckt. Was ist das? Gedenkbühne zu Ehren Penelope Fugaz. Mit Ich, der kleine Chocobo, spielten sie sich in ihre Herzen und mit Renn, Mokri, Renn 2 wird sie die Theatergruppe Salvica erneut in ihren Band ziehen. Raoul Bridges in der Rolle des Ubobo. Der Ubobo. Der DJ Ubobo. Heute ist die letzte Vorstellung von Raouls Stück. Bitte nicht drängeln. Hey, wer bist du denn? Na dann sperrt mal die Lauscher auf. Ich bin Zidane, Mitglied der bekanntesten und berüchtigsten Räuberbande des ganzen Kontinents. Schon mal gehört von dem? Nö. Wer soll das sein? Steh uns nicht im Weg rum, klar? Ist ja gut. Wir wollten endlich Raoul sehen. Wo ist Raoul? Wie lange willst du uns denn noch hinhalten? Ich bitte noch etwas um Geduld. Raoul wird gleich hier sein. Da ist er. Heirate mich, oh Gott, Raoul. Hello, Fans. Ah, Raoul, Raoul. Oh. Was für ein Kotzbrocken. Thank you für eure Treue, meine tollen Fans. Ich werde eure Liebe nie vergessen. See you all again. Ich liebe dich, Raoul, du bist so schön. Autsch. Ich kann nicht sehen. Thank you, dass Sie sich heute Renn Mokri Renn 2 angesehen haben, Cooper.
Verschwinde, du dicker Federmokri. Wir sind nur gekommen, um Raoul zu sehen. Puh. Hey, du bist doch Raoul. No, du kannst mich nicht gesehen. Aua. Ach, das ist der Raoul. Der Raoul. Der kann einem ja richtig leid tun. Ich weiß ja selber, wie das ist, wenn einem die Mädels in Scharen hinterherlaufen. Wo ist er hier, der Raoul? Raoul. Kann ich zu ihm? Kann ich zu dir? Oh, mein liebster Raoul. Er ist weg. Kein Raoul zu sehen. Hm. Ah, doch, da ist er. Ah, das ist doch der von vorhin. Ich bitte dich, du hast mich nicht gesehen. Let me go. Hier, ich gebe dir auch was dafür. Autogramm halten. Oh, danke. Auf dich kann man sich immer verlassen, Margot. Thank you. Das kann so nicht weitergehen. Jeden Tag verstecke ich dich hier. So kriege ich mein Bild nie fertig. Deine Bilder sind sowieso no good. Vielleicht solltest du mal was anderes versuchen. Lass uns beide große Stars werden. Kunst kann man auch auf der Brino ausdrücken. Verwechsle bloß nicht meine Kunst mit einem Laientheater. Wenn du hier fertig bist, dann geh bitte wieder. Deine Kunst ist eh no good. Oh, deine Kunst. So, was kann ich mit dem Autogramm jetzt anstellen? Ich spreche mal die Tussis an, vielleicht geht bei denen irgendwas. Vorhin torkelte hier so ein riesen Mokri in Richtung Bahnhof vorbei. Hört, ich weiß. Na sowas. Ich bin mir sicher, dass wir uns hier treffen wollten. Aha. Aha. Wann können wir ihn wohl das nächste Mal sehen? Oh nein, ich konnte ihm doch meine Plätzchen noch nicht geben. Alles klar, viel Spaß, Nobi. Bis dann. Ob er noch ein zweites Mal rauskommt? Er ist einfach der Größte. Der Größte. Der Größte. Ba 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 ba. Nehmen wir mal die Lufttaxe ins... Ich gehe mal ins Einkaufsviertel und speichere dort nochmal, dann gehe ich ins Industriegebiet, oder? Raoul! Oh, Raoul! Oh, Raoul, du bist so cool. Das war hier links im... Hier geht's... Ah, doch. War doch oben im Zimmer, oder? Kann ich im Mognet das Autogramm? Nee. Hab gedacht, vielleicht will einer das Autogramm und ich kann das da ablegen oder so. Speichern wir mal. Und... Ich mach mir gerade noch eine Kippe. Raoul. So, gespeichert hat's. Dann können wir jetzt ins Industriegebiet. Industriegebiet. Da, 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 da. Man kommt zu Fuß da aber wirklich nirgends hin, ne? Du musst immer diese Lufttaxe nehmen. Bitte genießt euren Aufenthalt. Ajo. Die Lufttaxen sind unser Lebenswerk, unser ganzer Stolz. Wenn du einsteigst, dann zieh bitte die Schuhe aus. Das habt ihr mir zu spät gesagt. Danke.
kann man lesen? Bitte nehmen Sie keine Werkzeuge mit an Bord der Lufttaxen zur Sicherheit der Fahrgäste. Die Lufttaxenverwaltung. Okay. Oh, da ist wieder eine hässliche Katze. Miau. Dieses Steindenkmal hat der jetzige Großherzog errichtet, als Sid der Achte von uns schied. Und was findest du besser? Vorne oder hinten? Hinten. Ich sehe schon, du hast Ahnung. Die meisten glauben mir ja nicht. Alles Banausen. Bringt man den Antrieb hinten im Luftschiff an, dann wird seine Leistung viel besser umgesetzt. Warum gibt es unter den Ingenieuren nur so viele verschrobene Exzentriker? Ist hier Waffenladen? Wir ziehen um. Ich bin mit meinem Laden ab jetzt auf dem Falga Plaza im Einkaufsviertel zu finden. Ladenbesitzer Dagobert, das ist der Schmied gewesen, oder? Ich glaube, das war der Schmied. Das ist schon was Einmaliges hier. Häuser aus Stahlbeton bekommt man jedenfalls in keiner anderen Stadt zu sehen. Ist doch bestimmt wieder irgendwas versteckelt. Guck mal, wie weit man da hinten reinlaufen kann. Da ist nichts versteckelt? Kein Item? Nix? Nix, nada, niente? Warum? Warum ist hier nichts zu finden? Why? 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 Oh, was ist denn das für einer? Sid der Achte, auf den die Nebelantriebe zurückgehen, der hatte eine Katze als Haustier. Und da er das Vorbild aller Ingenieure ist, halten wir uns auch alle eine Katze. Bronzeharnisch erhalten. Was ist das? Was ist das? Oh. Ein Harnisch aus Bronze. Sehr schön. So. Ah. Kann ich lernen. Geht auch Speise. Und Kavalier habe ich schon. Mhm. Mhm. Dann lerne ich mal die Götterspeise und guck mal nach, was die überhaupt macht. Ability. Braucht halt 4, ne? Verhindert Stein und Gips. Okay. Verhindert Gift und Toxitrus. Nehme ich das mal raus. Ah, habe ich Gift und Galle schon komplett gelernt? Nee, 0 von 20. Ein Harnisch aus Bronze. Servus, Sandra, sei. Freut mich, dass du da bist. Auch bei der Flucht erhält man noch Gil. Ja, komm, das kann ich mal rausnehmen. Und lande dafür die Götterspeise. Das war ja auch zu Ende gelandet, ne? Oder? Ein Schwert aus Bastard. Ich hoffe, du bist dabei. Ich spoiler dir nicht so viel. Hoffe ich doch. Ja, Geld und Leben war komplett gelandet. Okay. Hätte ich vorher mal das Schild lesen sollen? Ich lese mal das Schild ganz schnell. Menü des Tages, Hölleneintopf. Gibt es nur bei uns. Kneipe zum Rechtsspruch. Okay, guck ich einfach weg und klopf stumme Sprüche. Perfekt. Tsch, welche Erfrischung. Ich kann sogar hinter die Theke. Hallo Sidan, du kommst genau richtig. Ich habe da wieder ein neues Rezept aus Baldowert. Und du darfst der Erste sein, der es probiert. Ein andermal. Ich bin gerade völlig satt. Schade, wirklich schade. Sie ist so besessen von ihrem Gurkenstand, sie hat überhaupt keine Augen für mich. Wenn sie zwischen mir und den Gurken wählen müsste, ich denke, sie würde die Gurken nehmen. Ja. Oh, bitte entschuldigt. Aber Hölleneintopf ist leider aus. Nach der Arbeit gebe ich mir jeden Abend die Kante. Ah.
Uwe, was ist das? Was war das bloß in diesem Topf da? War das Höllenantopf oder was? Du, hör mal, hör mal. Wenn ich mal groß bin, dann werde ich auch ein Ingenieur. Und dann baue ich ein riesen Luftschiff, mit dem alle irgendwohin zum Spielen fliegen können. Oh. Never give up your dreams. Weißt du, was das hier ist? Kannst du es glauben? Ein Prototyp des neuen Dampfantriebs. Aber mit diesem Antrieb wird es im Haus immer so ekelhaft schwül. Sieh doch nur, ich bin vom Schwitzen völlig abgemagert. Genau. Guck mal die Hintergründe, wie schön das gemacht ist. Mimikkarte erhalten. Oh. Für das Kartenspiel, das ich nicht spiele. Zipfelmütze. Ich glaube, die hat man sogar, oder? Zipfelmütze hat man mehrere. Ja, 4 Stück mittlerweile. Krasser Scheiß. Mehr! Mehr! Geht's hier nicht weiter? War's das schon? Ihr meint, das war's schon? Oder kann ich hier irgendwo hinten raus? Hildegard 2 wird nicht fertig. Die Arbeiten am neuen Luftschiff Hildegard 2, das vollständig ohne Nebel betrieben werden kann, wurden vorübergehend eingestellt, da technische Probleme aufgetreten sind. Na gut. Guck mal, da oben rechts hockt auch eine Katze. Die sind überall versteckt hier. Würde mich nicht wundern, wenn es da so ein Minigame gibt, wo man alles suchen muss oder so. Würde mich nicht wundern. Nee, das war's. Das war's. Das war's. Ein Gebiet fehlt uns noch, glaube ich. Und zwar das Schloss Lindblum. Aber ich speichere vorher nochmal. Besser ist das. Speichern! Ja, speichern, Kupo. So, und während es speichert, brauche ich mir noch schnell einen Kaffee. Kaffee drawn ist gut. Kaffee drawn ist wichtig.